Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Leute, ich bin's mal wieder und wir wollen heute einfach mal wieder ein paar Runden WoT zocken. Random einfach mal quer durch die Bank. Einfach mal schauen, wie das Glück uns heute gesinnt ist bei World of Tanks in den Random-Gefechten. Ich werde einfach immer so ein bisschen, denke ich mal, so wieder meine Lieblingspanzer durchgehen. Ich werde versuchen, Artillerie und Scouts zu meiden, weil ich einfach glaube, dass es macht keinen Sinn momentan. Aber gut. Wir sind Top-Tier, wir sind auf Fischerbucht. Sag ich doch, Fjorde? Fischerbucht? Wie komme ich jetzt auf Fischerbucht? Ah, Wasser, hier ist Wasser. Ich werde mich mal ein bisschen links begeben. Ich hoffe, dass ich nicht gleich von rechts in die Seite kriege. Fahre Vanilla ohne Mods. Das heißt, ich habe kein XVM. Ich habe kein Zoom-Out-Mod, keine große Minimap, all das, also außer XVM, all das, was ich so eigentlich ein bisschen auch vermisse. Bisschen höheren Zoom raus so und rein wäre schön. Da haben wir einen Elk. Wieso fahre ich hier lang? Weil ich halt nicht von rechts auf die Mütze kriegen möchte. Wobei ich mich mit den Großen kloppen möchte. Ich hoffe, dass das da jetzt nicht so ein Gedränge wird. Das wäre ein bisschen schlecht. Fahr. Mal so weit wie es geht hier hinten rein, dass wir jetzt safe sind von hinten. Und dann gucken wir mal, ob keiner guckt. Aufgeklärt. KV1, VK. Ja, das machst du sehr intelligent hier, ins Heavy. Oder müssen wir jetzt dranbleiben? Ich hoffe, der Japan-Panzer macht mit. Ich weiß nicht, wo der UI von denen ist. Hallo. Jetzt ist der nächste, der hinter mir steht. Sag mal, seid ihr denn so strunzenblöd? Man stellt sich niemals hinter einem Panzer. Und man fährt auch nicht vor. Dann noch ein AT. Hinter uns? Komm, lad nach, lad nach, lad nach. The fuck, Alter? Was ist hier los? Nur die Kette. Oh, jetzt kommt eine UI von hinten. Also wenn er den AT da jetzt nicht schafft, dann war es das hier.
im Sinne von. Ja, das ist das Limit. Jetzt kann der AT mir in den Rücken schießen. Ja, geil. Ach Mann, Alter. Das ist World of Tanks. So wie es leibt und lebt. So wie es immer sein wird und so wie es nie wieder. Es ist echt zum Kotzen. Was machen die Heavies dort oben? What the fuck? Was macht ihr dort oben? Heavies. Heavies gehören da nicht hin. Und schon gar nicht so ein scheiß OI. Und Churches, so eine langsamen Kisten, also bitte. Absoluter Fail. Absoluter totaler Fail. Auf Fjorde mit langsamen Heavies. Gucken wir mal, was sie denn da so Schickes machen. Sie kämpfen gegen Lights. Gegen Vierer und Fünfer Lights. Lieber Hardhouse 91 Top Play HD. Wow, mega Name. Jeder, der meine Replays regelmäßig guckt, weiß, wie ich dazu stehe. Jeder hat die Möglichkeit, sich zu informieren über das Spiel. Es gibt tausende Videos auf YouTube. Es gibt so viele Möglichkeiten. Jetzt kommt der nicht mal bei einem Elk durch, Alter. Ich fass es nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Sei es durch Forum, Clans, Videos, irgendwas. Und Stufe 5 ist ja jetzt nicht so, dass man gerade ins Gefecht eingestiegen ist oder gerade in die. Gerade ins Spiel. Aber naja. Mich ärgert sowas einfach nur, weil man fightet sich immer so die Seele aus dem Leib. Ich meine, sollte man ja auch tun, um ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen, aber. Yeah, eine 8er Runde. Mein OI. Wie habe ich ihn am Anfang immer gehasst, diese Japaner? Ich meine, gut, er ist jetzt auch nicht einer meiner mega Lieblingspanzer, aber es ist halt ein Trolltank mit guter Panzerung. Bringt mir jetzt gar nichts in der 8er Runde, aber okay. Ja, T32 fährt schon mal rechts lang, das ist schön. Das ist so eins der schlimmsten Sachen überhaupt in diesem Spiel, dass die Leute wirklich keine Ahnung haben, was sie da unterm Arsch haben und wohin damit. Es fahren wieder drei Heavys rechts. Gut, ist jetzt natürlich, muss man gucken, wie viele Mediums haben wir. Wir haben drei Mediums. Die müssten allesamt nach rechts. Mit T32 kann ich ja noch verkraften. Turmpanzerung, also nach dem Motto. Der 6er und der IS-3 gehören da gar nicht hin. Der IS-3 hat eine scheiß Gun Depression, also. Also was heißt scheiß, aber eine schlechtere Gun Depression als jetzt andere. Das heißt, ich bin hier mit dem Löwen, mit dem 8er, einem Tiger. Und einem Premium TD, der mit einmal von der Arti angucken platzt. Frage, was machen die da? Was machen die da? Was machen die da? Wenn kann sich dann TD hinstellen. Der Light, der jetzt tot ist, spottet ein bisschen in der Mitte. The fuck. Ja, danke RNG. Hättest mir auch einmal Glück bringen können. Das meine ich. Das Spiel ist schon gelaufen. Der Gegner, ich habe immer die Gegner, die halt nicht pennen, die pushen. Der pusht direkt auf die Heavy-Position.
Und wir stehen jetzt hier und können keine vernünftige Position beziehen, beziehungsweise sind Arti offen. Schon wie der Tiger sich hinter mir versteckt. Oh, komm schon, ehrlich! Da ist der Skorpion, geh auch schon tot. Hello, L. Aha. Und ihr wundert euch noch, wieso ich keine WoT-Let's Plays machen will. Ganz ehrlich, würdet ihr euch so einen Scheiß antun? Ich bin Sechser, hallo? Gangbang. Was soll ich da machen? 2 8er Heavys fahren über die Medium Line und der Gegner pusht uns. Was willst du da machen? Echt? Kannst du nichts machen? Ja, ja, der Scorpion G beschwert sich jetzt auch. ISD 3T32. Das ist es echt. Leider Gottes, was man bei World of Tanks geboten kriegt. Und dann wundert man sich, dass die Spielerzahlen zurückgehen oder dass die Leute keinen Bock mehr haben, Geld auszugeben. Was willst du denn da spielen? Das ist ja nur Zeitverschwendung. Da setzt du dich lieber ran und zockst ein anderes Game. Wobei ich da jetzt auch kein Vertreter oder Freund davon bin, zu sagen, hey komm, World of Tanks ist scheiße, ich spiele Armored Warfare oder wie die alle heißen. War Thunder und so weiter. Das ist genau der gleiche Kram in Grün und in Blau und in Rot. So, wieder Stufe 6. Ich bin heavy. Es sind Artis im Spiel, das heißt, ich werde mich nicht auf die 1er-2er-Linie stellen. Die gehen sowieso dann gleich auf den doofen 6er. Also werde ich versuchen, in die Stadt zu kommen. Und von dort ein paar Shots loszuwerden. Bisschen wenig rechts, müsste vielleicht noch. Naja, mal gucken. Da kommt ein Cromwell. Da zum Kometen würde ich gerne hin. Von dort aus kann man gut wirken eigentlich. Bleib hier am besten mitten auf dem Feld stehen. Oh, schön. War wirklich nicht meine Absicht. Auch wenn ich gerade hinter dir stehe. Nein. Gott, nichts von dem reinzukriegen. Cromwell, kacke gerade, ne? Kommen jetzt an den Aal ran oder wieso ballern die alle? Oh, ich hab da, was war das? Sein Helmchen ein bisschen. Ach komm. Gönn mir doch mal was. Ja, jetzt. Jetzt, ne? Toll.
Naja. Es ist einfach meiner Meinung nach momentan so, dass dieses Spiel samt Matchmaking so zerstört ist. Das ist wirklich entweder, es ist nur hopp oder top, es ist nichts dazwischen. Entweder kriegst du so dermaßen einen Einlauf, dass du dich davon wochenlang nicht erholst, oder du fährst den Kills hinterher und kommst nicht auf deine Punkte, weil du einfach nicht, wenn du merkst, dein Team rusht jetzt oder das Gegnerteam ist ausnahmsweise mal das Schlechtere, dann musst du da so aggressiv hinterher rennen, dass du überhaupt irgendwo was abkriegst. Ja, und der IS-2 ballert natürlich auf mich. Dass du irgendwie noch ein paar Punkte kriegst, um ein halbwegs vernünftiges Ergebnis zu bekommen. Komm schon, Alter. Dann noch eine Low Roll. Immer schön mit HE Damage machen. Und von dem TD hinten Jachtiger 8-8er, da muss ich schon eine gute Position jetzt noch kriegen. Okay. Ha! Auch nochmal Schaden gemacht. Aber gut, war jetzt auch nicht so mega prickelnd. Der Cromwell natürlich hat gut gearbeitet. Wenn wir versuchen, einen Zug einzuladen. Der hat gut gearbeitet. Weil er natürlich auch den Vorteil hatte, dass er mobil war. Er konnte die Leute gut umfahren und die anderen sind auch gut nachgerückt, dass der, den er jetzt umfahren hat, dass der abgelenkt war. Also mal gucken, wie es weitergeht.